Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pflanzen gegen Zombies oder Pflanzen versus Zombies. Ich weiß nicht, was das da ist, aber ich gehe mal davon aus, dass das Werbung ist. Deswegen lasse ich es einfach mal da bleiben. Da oben steht auch Werbung. Also das Spiel verleitet einen offensichtlich auf dem Handy viel zu Werbung. Finde ich nicht gerade sehr sozial, aber was soll man machen? Aber da war doch gerade noch ein Stabhochsprung-Zombie, also. Die sind auch neu, würde ich sagen. Aber ich bin gerade so ein bisschen beschäftigt, noch hier mit gucken. Also ich habe jetzt die Kartoffelmine neu, fällt mir gerade mal sehen auf. So, ich setze gerade mal alles hier drauf, dass ich genug Sonnenblumen habe. Wie man unschwer erkennt. Okay, ist noch nichts Gewaltiges hier, kann ich noch weitermachen. Das trifft sich natürlich hervorragend. So. Jetzt kann ich auch anfangen, meine Abwehr aufzubauen. Zumindest mal mit den Erbsenshootern hier. Die sind jetzt langsam im Kommen. Das ist natürlich exzellent. Setze ich hier oben einen hin. In der Hoffnung, dass da als nächstes Set ein Zombie hinkommt. Dann habe ich mich verschätzt. Toll. Setze ich mal hier so eine Mine hin, damit ich da erstmal geschützt bin. Aber die muss auch erstmal aus dem Boden rauskommen. Zack, zack. Muss alles schnell gehen hier. Mine, kommst du raus, Kartoffelmine, oder bist du instant drinne? Also scharf. Ne, siehst du, hat ein bisschen gedauert. Ein bisschen schade ist das, dass ich dafür die Mine opfern musste, aber was soll man machen? Ha, man kann sich halt nicht alles im Leben aussuchen. Erfolg. Erfolg wird hier groß geschrieben auf dem Channel. Ich werde jetzt probieren, hier zwei Reihen von diesen Erbsen-Shootern zu bauen. Und. Jo. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Los, mach die kaputt, mach die kaputt. Ich habe vergessen, die Sonne einzusammeln. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Leute, er frisst es weg. Ah. Stört mich gerade schon ein wenig. Ich muss gerade meine Strategie überdenken. Solange der nämlich noch seinen komischen Sprungstab, Hochsprungstab da hat, sieht es mich gar nicht allzu gut für mich aus. Und der hält ja, wie man sehen konnte, ziemlich lange. Das ist schlecht. So, ich habe jetzt schon mal einen Teil meiner Abwehr gebaut, die ich haben wollte. Freut mich auch bis jetzt. Solange die jetzt nicht anfangen, das da aufzuknabbern hier, die Kartoffelmine. Oder könnte dann nämlich passieren, dass sie dann mich nicht hochgeht, sondern einfach gefressen wird. Und das wäre ziemlich grauenvoll. So, hier auch nochmal eine Walnuss hinsetzen. Und jetzt kommt gleich die letzte Welle. Und ich setze hier alles bewusst hier so hin. Was dauert noch, Leute? Hilfe! Schnell! Irgendetwas! So. Dann muss der darüber springen, hoffe ich mal. Im Notfall lasse ich den einfach explodieren. Dann mache ich das hier. Zack. So einfach kann es gehen. Dann sind schon mal die großen Feinde alle weg. Setzen wir hier noch eine Walnuss hin, damit der erst recht nicht durchkommt. Ah, da können wir uns sogar noch einen Erbsenshooter leisten, der mit drauf schießt. Hier extravagant. Und jetzt gibt es hier sogar den Erbsenshooter, der die Leute langsamer macht. Aber ich glaube, der macht auch weniger Schaden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass Gott. Das ist unfair, dass sie immer Werbung machen hier gerade. Aber das ist auch komischerweise anfällig hier alles für Werbung. Ich hoffe einfach mal, dass die erlaubt ist, weil warum sollten sie sonst auch abspielen? Und nein, ich will nicht extra so ein komisches Teil da haben. Mensch, das Spiel werden auch immer was aufzwingen hier. Total unsozial. Nein, eine explodierende Walnuss brauche ich auch nicht. Ich möchte das Spiel so spielen, wie es gedacht ist. Oh Gott.
greift auch schon der erste Zombie hier an. Schon relativ früh, muss ich sagen. Ich habe erstmal gerade zwei Blumen hier hingestellt. Ich habe noch gar keine richtige Abwehr, aber Hauptsache schon angreifen. So, die dritte Blume. Es gibt diesmal auch zwei Wellen und. Oh, sieht nicht gut aus, wenn jetzt nicht mal langsam noch eine Sonne, bitte. Dankeschön. Es freut mich immer wieder, wenn ich mich da noch verteidigen kann. Na los, Erbsen-Shooter. So, setzen wir hier noch eine Sonnenblume hin. Hinterste Reihe immer Sonnenblumen ist eine goldene Regel. Sollte man auch beherzigen, die Regel. Es gibt mehrere Regeln, die man beherzigen sollte, aber die haben nicht alle was mit dem Spiel hier zu tun, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann. Oder wie Frau sich wahrscheinlich denken kann. Ich will auch gar nicht näher drauf eingehen. Upsi, daneben gedrückt. Ich bin außerdem auf die Schaufel gegangen, glaube ich. Eine Kartoffelmine. Ja, komm, dann setze ich den so hin. Zack, dann schieße ich ihm jetzt noch ein bisschen ab. Ich habe nämlich hier erstmal die Strategie, dass ich jetzt mir jetzt erstmal hier über Erbsen-Shooter in der ersten Reihe hin mache, oder in der zweiten Reihe gesagt. In der dritten kommen dann die langsamen Shooter. Also die Frostteile halt. Und da aber gerade so ein Ansturm ist von so einem Typen, muss ich halt erstmal gucken, wo ich da bleibe. Möchtest du die Anzeige ansehen? Nein, möchte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur auf die Sonne tippen. So, und jetzt haben wir den auch. Den kleinen Froster hier. Sieht gut aus. Das sieht natürlich gar nicht gut aus, wenn da wieder so einer auftaucht. Der macht mir wieder so ein bisschen den Plan kaputt. Na, eine Sonne brauche ich noch. Komm, wer will sie mir geben? Der da. Gut gemacht. So. Den jetzt wird ja auch noch geslowt. Oh, nee. Hüpf mal drüber. Macht ja so viel Spaß. So, bin gespannt, wie viel er aushält. Davon habe ich mich über gar keine Ahnung. Aber offensichtlich genug. Oh Gott. Okay, bei dem musste ich jetzt das Risiko eingehen. Gefällt mir selber auch nicht. Aber erstmal Hauptsache eine Defense, bevor ich überhaupt hier schon. Weil die Defense ist ja das A und O bei dem Spiel, und wenn ich die nicht habe, habe ich ein Problem. Das kann ja nicht wahr sein. Ja, du wirst geslowt. Ist alles im Sinne von mir. Alles von mir abgesegnet. So. Gleich kommt die erste Welle. Jetzt kommt schon die erste Welle. Das ist natürlich sehr schön. Freue ich mich ja drüber. So, hier erstmal den hinsetzen. Und jetzt fehlt mir hier natürlich einiges. Okay, das sieht eigentlich noch ganz human aus. Dann kann ich. Na, ich probiere noch den einen gleich zu ersetzen, den ich hier habe, den Shooter. Aber derzeitig geht das noch nicht. Jetzt schon. So, setzen wir den da hin. Und hier kommt jetzt die erste Walnuss. Also, jetzt habe ich es auch schon mal ziemlich gut hier alles hingesetzt. Also viel kann da nicht mehr passieren, wo ich mich dann beschweren kann. Walnuss ist natürlich jetzt ein bisschen unglücklich, die da unten rechts, aber was soll man machen? Irgendwo muss man auch Opfer bringen. So, setzen wir den nächsten Shooter hin, den normalen. Hilft auch weiter. Ich hoffe mal nicht, dass sich hier jetzt jemand erstklassiges Gameplay erwünscht, weil ich habe nicht. Kann nicht behaupten, dass ich hier der größte Profi bin, der die größte Ahnung von dem Spiel hat. Das bin ich bei weitem nicht. Es gibt locker mehr Leute, die Ahnung davon haben als mich. Und das könnte interessant werden hier oben. Aber er scheint auch nicht gut wegzukommen mit dem Stab. Ne, kommt er nicht. Ausgezeichnet. So läuft er zu, gefällt mir das Spiel doch, wenn ich wenigstens schon mal am Anfang wenigstens oder gegen Ende hinterher alles gut unter Kontrolle habe. So, jetzt haben wir hier noch so eine schöne Walnuss hin.
Hier hinter noch eine Mine. Immer schön safe spielen. Das war jetzt weniger safe. Und nein, der weicht auch noch raus dadurch. Friss nicht die Kartoffelmine, die ist nicht zum Essen da. Uiuiui. Ganz schön frech hier. Ja, hier sieht man schon, jetzt habe ich auch viel hier am Laufen, hat trotzdem zig Sonnen. So, Walnuss und Kartoffelmine. So, die letzte Welle kommt jetzt. Freut mich ganz, tatsächlich sogar sehr, weil ich dann schon mal wenigstens ein Level weiter bin. So, setzen wir dann mal hier hin. Zack. Haben wir schon mal die Hälfte erledigt, würde ich mal behaupten. Oder auch nicht. Hälfte wäre schön. So, die nähern sich aber alle eh sowieso so krass, deswegen brauche ich eigentlich gar nichts mehr machen. Ich brauche gar nicht mal die Sonnen hier einsammeln. Ich habe genug hier stehen. Mein Garten ist gut genug gestärkt. Wir sind bei einer fantastischen Zeit von 11 Minuten und hier haben wir die nächste Pflanze, die frisst einen direkt. Braucht aber ein bisschen Zeit zum Verdauen. Aber trotzdem geht es hier weiter mit dem Part. Gott, jetzt kommt hier noch. Alter, jetzt kommt hier ständig Werbung. Muss daran denken, dass ich ein Bild hier mache, aber ich habe keins. Deswegen probiere ich auf gut Glück, das dann so hochzuladen. Und jetzt muss ich schon entscheiden, was ich alles dabei haben will. Also, die Sachen hier sind. Na, das ist ungünstig. Aber es wissen auch schon mal die Leute, die hier auf dem Channel sind, dass ich eine Freundin habe. Juhu. Ha. Aber das ist ja immerhin was Positives, was man rausfinden kann. In dem Part läuft auch derzeit alles schief, was schief laufen kann, habe ich Gefühl. Eieiei. Das, wenn man mal tagsüber aufnimmt. Oh Mann. Habe ich ein Glück. Ah, jetzt weiß ich, wofür das ist. Das da unten rechts. Das ist eine Stolperfalle für die Zombies. Jetzt, wo ich mal drauf geachtet habe. Das weiß auch nur jemand, der das schon mal gespielt hat. Angeber, du hast es schon gespielt. Ui, ist ziemlich gewagt, immer direkt auf die ganzen Pflanzen, auf die Sonnenblumen zu gehen, aber irgendwoher muss das ja alles kommen. Angriff. Oh, diesmal kommt nur eine Welle von Zombies, fällt mir gerade zu eben auf. Es wird dann wohl eine kürzere Runde. Ein bisschen schade, aber nicht sehr schade. Und ich sorge schon mal wieder erstmal für die Abwehr hier. Los! Die brauchen mehr Sonnen. Ja, ich wollte gerade die Blumen hinsetzen, aber wenn da unten so ein Gegner kommt, eher unpassend. Jetzt kann ich auch wenigstens aussuchen, wer was oben, was unten ist. Das ist auch gut. Mal schauen, was hier noch so passiert in der Runde. Ich weiß gar nicht, welches Level wir sind. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Oh Mann. Ich wollte gerade sagen, in Level so und so, und dann fällt mir auf, unten rechts steht gar nicht, wie vorhin, das ist das letzte Mal, welches Level das überhaupt ist. Ich gehe mal von Welt 1 aus, sagen wir es so. Das ist das Einfachste, was ich behaupten kann bis jetzt. Aber die Fresspflanzen sind sogar bei 150. Das ist interessant zu wissen, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Aber ich will trotzdem erstmal die Froster. Tada, wie schon mal den ersten von denen. Und dahinter setze ich dann die Fresspflanze, würde ich mal sagen. Eigentlich sollte man die Frost ja auch nach ganz hinten setzen, also zumindest einen hinter. Oh toll. Ich glaube, die Fresspflanze setze ich schon mal hier hin, weil der mit dem Helm auf dem Kopf oder mit dem Eimer auf dem Schädel, der hält viel aus. Das ist am wenigsten ein sicherer One-Hit, was ich dann da mache und ich glaube, diese Pflanze wird mir den Hintern retten dabei. Ich möchte noch mehr Froster. So. Schon mal die untere Hälfte gut abgesichert dadurch. Die obere Hälfte eher weniger gut. Aber alles kommt zu seiner Zeit. Ja, der kaut immer noch. Tada. So, jetzt wird wieder noch schön geslowt, der Gegner.
kommt ja einer mit einer Pylone, deswegen gerade sehr günstig im Moment. Ja, wieso kaust du denn so lange an dem Zombie rum? Ich weiß, der schmeckt nicht lecker, aber du musst du essen. Du musst groß und stark werden, liebe Pflanze. Nächster Froster. Und jetzt kommt die große Welle, würde ich mal behaupten. Woher weiß er das nur? Ist er allwissend? Nein, ist er nicht. Er passt einfach nur auf, wo die Leiste sich gerade befindet. Mama, Mama, der cheatet. Der guckt sich oben die Leiste an. Ja, so einfach kann man sich das auch mal im Leben machen. Man muss sich nicht immer alles schwer machen. Uiuiui. 75. Sieht gar nicht mal so gut für die Zombies aus, also. Die Chance, dass die durchkommen, ist sehr gering. Ich stelle hier nochmal so einen schönen Beißer auf. Vielleicht kommt der auch ganz auf seine Kosten. Ich gehe aber eher von Nein aus, genauso wie der Helmzombie gerade ein ziemliches Leiden durchleben muss. Ach, der Arme. So packen wir auch noch so eine Pflanze in. Hier, das sieht wenigstens noch schön symmetrisch aus. Boah, das ist ein Duplikator gewesen, also so ein Doppelschießer, glaube ich, ne? Schießt zwei Erbsen auf einmal. Jo, das war sogar so einer. Aber Leute, wie es weitergeht, seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es kommt keine Werbung. Ich bin auf Hauptmenü gegangen. Doch, es kommt Werbung. Wegklicken. Level 1.9, das heißt, wir stehen kurz vor Welt 2. Damit würde ich sagen, bis dann und ciao. Und hinterlasst auf jeden Fall eine Nachricht, ob man Pflanzen gegen Zombies 2 sehen wollt.